Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Foundation. Ja, zuallererst muss ich mich einmal bei euch entschuldigen. Und zwar, ich habe mir, weil ich ja viele Sachen nicht mehr hundertprozentig im Kopf hatte, wie zum Beispiel die Beförderung von den Soldaten, da habe ich mir nochmal rückwirkend einige Kommentare durchgelesen. Und ja, ihr habt mir das schon mal alles geschrieben. Und ich danke euch da nochmal recht herzlich für, dass ihr da die Zeit aufwendet und mir das schreibt und mich da informiert. Das war teilweise aber auch so viel, das konnte ich mir einfach nicht alles merken. Und ja, jetzt bin ich aber wieder ein Stück schlauer. Und zwar mit der Beförderung der Soldaten ist es tatsächlich so, dass die Soldaten Level 4 erreicht haben müssen. Und wenn wir uns unsere Soldaten hier angucken, dann hat Rekrut Kateruccia mit Level 4 quasi das höchste Level. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht, wenn die Militärmission gleich vorüber ist und unsere Soldaten wieder da sind, die haben ja gegen Ende der letzten Folge ihre Mission beendet, ob die dann schon das Level dafür haben. Ich gehe erstmal nicht davon aus, aber wir haben ja hier schon eine weitere Militärmission, die wir machen könnten. Und ja, also ich denke, das wird sich dann irgendwann nochmal zeigen. wie wir und wann wir einen Ritter befördern können, meine ich. Okay. Gut. Was machen wir dann jetzt noch weiter? Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass wir dieses Kreuz hier erstellen könnten. Aber der Preis ist halt einfach viel zu krass. Und das, ich glaube, das würde beim Let's Play den Rahmen sprengen. Und was es mit diesem Meisterwerk hier auf sich hat, warum das hier plötzlich verschwunden ist und warum wir das nicht weiterbauen können, ja, kann ich leider nicht sagen. Wirklich nicht. Ich würde es euch gerne sagen. Ich habe auch im Internet recherchiert, ob das irgendwie ein bekannter Bug ist oder so. Ja, ich habe leider nichts Entsprechendes gefunden. Ja, so viel dazu. Ich gehe wirklich davon aus, dass es ein Bug ist, der nicht allzu häufig passiert. Und dann haben wir jetzt einfach mal einen Griff ins Klo gemacht, auf Deutsch gesagt. Ja, sehr, sehr schade, aber es ist nun mal leider so. Okay, gut, ich würde sagen, wir konzentrieren uns dann nochmal auf unsere gesamte Produktion. Denn wenn ich das hier schon sehe, wir haben nur noch 41 Weizen und Brot wird langsam Mangelware und auch Fisch geht immer weiter runter. Ich glaube, wir müssen da nochmal so ein bisschen an den Stellschrauben drehen, beziehungsweise neue Gebäude errichten. Und das werden wir dann jetzt auch tun. Ich habe gesehen, dass wir hier hinten nochmal einen Fischgrund haben, wenn das nicht sogar zwei sind, weil das ist ja wirklich, wirklich groß hier. Da könnten sogar drei sein. Dass wir vielleicht in der Zeit, die wir hier noch haben, ein weiteres Fischerdorf errichten. Hier mit Kirche und allem drum und dran. Das könnte diesem Problem Abhilfe schaffen. Und dafür werden wir zuallererst mal eine Brücke bauen. Verdammt, wo waren die denn noch? Da, unsere Soldaten sind zurück. Was haben sie mitgebracht? 778 Gold, 50 Brot, 17 Eisen, sehr schön, 10 Steine und 9 Werkzeuge. Ja, das hat sich doch gelohnt. Sehr schön, gute Arbeit. Haben wir einen Soldaten verloren? Wir hatten 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haben wir sogar 12? Okay. Naja gut, wie dem auch sei, dann haben wir sogar 12 und wir haben jetzt tatsächlich zwei, die Level 10 sind. Ich glaube, die waren ja auch vorher schon Level 10, ne? Ansurius und Cicelino. So, und jetzt... Also in den Kommentaren habt ihr geschrieben, Level 7 war das, meine ich. Ich kann das nochmal ganz schnell nachgucken, ich habe das sogar noch auf. Ja, eigentlich müssten wir ab, ja, den jetzt befördern können, aber ich bin, ja, ich weiß immer noch nicht genau wo und wie.
Haben wir hier in diesem Sperrfried noch Soldaten? 3 Stück, tatsächlich. Aber auch hier können wir leider nichts machen. Ah, das nervt mich wirklich. Ich möchte so gerne. Aber das Spiel will mich einfach nicht lassen. Vor allem hier steht, dass der Soldat Level 10 ist und hier steht, dass der Soldat Level 6 ist. Was stimmt denn nun? Oder müssen die anderen auch mindestens Soldaten sein? Dass wir quasi, ja, wirklich 6 Soldaten haben und die Rekruten gar nicht zählen. Das könnte natürlich auch sein. Ja, da werden wir weiter rumprobieren und warten, Leute. Was anderes können wir sowieso nicht tun. Und die 3 Soldaten hier, ich glaube, die lassen wir auch hier. Ja, warum nicht? So, hier haben wir jetzt 3 Mönche. Ich würde sagen, wir stocken das mal auf 10, denn wir haben ja hier bei den Ständen immer noch, ja, die, nee, nicht die 10 Bürger, hier die 10 Mönche und die 100 Einfluss zu erreichen für die Mönchsstatue. Also da möchte ich die 10 Mönche dann schon noch haben, auch wenn wir das mit den 100 Einfluss vielleicht gar nicht hinkriegen. Wobei, wir bauen hier gerade schon wieder eine Kirche, die 11 hat. 11 Prunk. Ach, ich bringe das immer durcheinander mit dem Prunk und dem Einfluss. Entschuldigt bitte. Nee, um das nochmal komplett aufzuklären. Wir brauchen den Einfluss, den wir bekommen, wenn wir Aufträge erfüllen, also Lieferungen schicken. Und das hier ist wirklich nur der Prunk. Ja. Okay. Ich kann hier einfach mal den Handelsbonus aktivieren. Dann haben wir das auch nochmal freigeschaltet. Okay, gut. Kommen wir nochmal zur Brücke zurück, die ja eigentlich am Anfang unser Plan war. Dekorationen, nein. Transport, Mauer. Ach, Transport, tatsächlich. Das zählt als Transport. Nun gut, dann bauen wir mal die Holzbrücke. So sollte das doch reichen. 220 Holz. Na meine Güte. Das ist ja eine ganze Menge. Können wir das vielleicht nochmal ein bisschen einkürzen? So, 185. 160. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja, so machen wir das dann doch. 160. Das haben wir sogar übrig, das Holz. Und wir haben ja hier noch ein Sägewerk, das ja jetzt fertig ist. Hier können wir 3 Leute einstellen. 2, 3. Genau, ihr arbeitet noch. Ja, ihr arbeitet. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht sogar noch genug Arbeitslose haben. Ja, wir haben 4 Arbeitslose noch. Dann können wir hier sogar noch ein weiteres Holzfällerlager errichten. So, ein bisschen weiter hier oben. So. Brauchen wir dann auch noch. Wie sieht es hier mit der Kirche aus? Ja, sehr gut eigentlich schon. Ressourcen sind schon fast alle vor Ort. Vaseline ist der Baustelle zugewiesen. Okay, alles klar. Dann läuft das ja. Oh, das Lager ist leer. Ah, aber sie haben gerade etwas abgebaut. Und dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Sehr schön. Okay. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ob wir nicht vielleicht mal
Ja. Ob wir nicht vielleicht unsere. Oh, unser Goldvorkommen, Leute. Das habe ich ja völlig vergessen. Da müssen ja auch noch Leute rein. Ich meine, das bringt uns natürlich auch Edelsteine ein, ne? Und da, zu dem Thema wollte ich nämlich gerade auch noch was sagen. Wieso können wir nur einen zuweisen? Ach so, die Mönche zählen quasi als Arbeitslose. Ah, okay, verstehe, alles klar. Was wollte ich jetzt sagen? Wir könnten grundsätzlich ja mal überlegen, ob wir zumindest nicht mal versuchen, einige Edelsteine zu bekommen und unsere Juwelierwerkstatt hier, ja, erstmal außer Betrieb nehmen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dass wir immer noch Leute zu versorgen haben. So, jetzt gucke ich mal, ob wir Schmuck kaufen können. Nee, können wir nicht. Okay. Ja, wie groß ist denn das Manko, wenn es denen an Luxuswaren fehlt, an Schmuck? Ja, ganz so viele Bürger haben wir auch noch nicht, ne? Schauen wir mal. Ja, und Luxus ist halt dann wirklich ein Problem, ne? Problem ist, wie weit fällt die Zufriedenheit, wenn die diesen Luxus nicht bekommen? Das würde ich jetzt auch noch mal gerne wissen. Gibt es einen, der hier gerade keinen Luxus hat? Nee, denen geht's allen total gut. Was ja schön ist, aber er hier, oder sie, Isetrut, bei ihr sieht's nicht ganz so gut aus. Die merken wir uns mal. Und die letzte, Sasselin, sie hat keinen Luxus. Okay, schauen wir mal, was das für Auswirkungen hat. Jetzt habe ich hier ganz viel aufgemacht, machen wir es mal alles zu. Okay, das sind minus 15%. Ihre Zufriedenheit ist wirklich am Boden. Können wir sowieso mal gucken, was ist denn los mit ihr? Was ist sie vom Beruf? Sie ist der Vogt. Die hat ja momentan eigentlich nichts zu tun, ne? Warum ist sie so unzufrieden? Die kann sich doch alles besorgen. Das wundert mich jetzt aber. Wo hat die denn ihr Haus? Dort. Der Arbeitsplatz ist auch dort. Wo rennt die denn jetzt hin? Rennt die jetzt echt hier hin? Sich Kleidung kaufen? Sache. Warum? Das finde ich jetzt verrückt. Warum rennen die dorthin, wenn wir doch hier auch einen funktionierenden Markt haben? Und wir hören es ja, die Leute kaufen hier. Daran liegt es nicht. Okay, vielleicht hatte sie einfach nur Lust auf einen Spaziergang, weil sie momentan sowieso nichts zu tun hat. Naja, gut, okay. Aber wir haben es gesehen, minus 15% ist es, wenn sie keinen Schmuck haben. Das heißt für mich, dass wir das eigentlich erstmal vernachlässigen können und auch werden. Ja, so leid mir das tut. Wir werden die Leute da erstmal rauskündigen und ihr könnt dann hier mitarbeiten. Und dann schauen wir mal, wie das mit den Edelsteinen funktioniert. Haben wir die überhaupt schon irgendwo eingelagert, die Edelsteine? Lass uns das auch mal kurz überprüfen. Ne, die La. Oh, ne, falsch. Ja, die Kranlager sind zumindest was Edelsteine angeht leer. Und Golderz ist hier eingelagert. Vielleicht sollten wir nochmal Golderz einlagern. Damit halt ein bisschen Platz ist. Ja, das ist das Problem, ne? Also wir müssen das Golderz natürlich dann auch irgendwie verwerten. Ansonsten lungert das hier einfach bei uns rum. Oder können wir das irgendwie rausfeuern? Das wird das einfach löschen. Lager leeren, ne.
Lehnen. Maximaler Lagerbestand. Aber wir könnten es natürlich so einfach löschen. Natürlich ein bisschen doof, aber ja, wenn es nicht anders geht. Das Lager hier ist voll und dann arbeiten die natürlich auch nicht. Dann machen wir es halt erstmal so. Okay, und hier packen wir dann die Edelsteine erstmal rein. Okay, gut. Dann schauen wir nochmal hier. Nahrung bzw. Brot verbessert sich langsam wieder. Fisch wird auch wieder stabiler. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte aber trotzdem meine kleine Fischsiedlung hier haben. Brücke wird auch schon kräftig gebaut. Sehr ordentlich, meine schönen Baumeister. Ups, falsches Menü. Wir werden dann mal... Ja, wir brauchen dann das Territorium. Das Territorium. Und... Oh, was ist denn hier los, Leute? Wir nehmen momentan nicht so viel Gold ein. Auch interessant. Aber das geht schon wieder. Okay, und das Territorium kaufen wir dann auch. Sehr schön. Ansonsten ist wirklich alles picobello. Ich würde sagen, wir könnten ja dann auch schon mal anfangen hier. Andererseits, vielleicht sollten wir mal auf die Kirche warten, bis die fertig ist. Das dauert ja schon nicht mehr lange. Ich brauche nur noch 4 Bretter, dann ist das schon wieder durch hier. Was passiert denn mit unserem Fisch, dass das so schnell verbraucht wird? Ist ja Wahnsinn. Wie geht's unseren Soldaten? Können wir die schon langsam wieder losschicken? Oh, ist einer gestorben? Zwölf. Waren wir nicht eben auf 13? Ich glaube, es ist jemand gestorben. Naja, gut, okay. Wir werden dann... ja. Wir werden die nochmal losschicken. Was ist das hier für eine Militärmission? Auch eine einfache. Missionen. Ob bereit machen. Die beiden Zehner kommen natürlich wieder mit. Der Dreier kommt mit. Er ist verwundet. Der Zweier kommt mit. Und ihr kommt auch mit. Dann sind wir 4, 8 Mann. Ja. Trupp entsenden. Unser Tagessaldo ist bei minus 50, und das ist aber nicht gut. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal unseren Handel nochmal anpassen und vielleicht ein bisschen mehr verkaufen. Beeren können von mir aus bis auf 50 runter. Wobei, also das kauft ja momentan keiner. Fisch haben wir selbst nicht mehr so viel. Brot auch nicht. Käse. Ja, komm, gehen wir damit mal auf 75 runter. So. Kleidung, 75 ist okay. Bretter, 100. Ja, die brauchen wir momentan selber. Steine, können wir auch mal auf 75 runtergehen. Werkzeuge, gehen wir mal auf 70. Kräuter. Die können wir auch verkaufen. Ich glaube, die werden ja sogar verkauft, ne? Gekauft. Möchte kaufen. Nee. Nee, die kauft keiner. Verdammt.
Okay. Den Kauf von Eisenerz, den brechen wir erstmal ab. Glas, wie sieht's damit aus? Glas haben wir mittlerweile ganz gut. Das können wir... kauft das jemand? Nee, das kauft auch keiner. Was sind denn die Sachen, die noch gekauft werden? Fässer und Honig. Fällt mir auf. Upsala, was denn jetzt mit der Kamera passiert? Wir stellen ja noch gar keine Fässer her, ne? Das könnten wir auch mal machen. Fassbinderei. Die stellen Fässer aus Brettereisen und Werkzeugen her. Das ist natürlich teuer, Leute, ne? Weil wir halt nicht so viel Eisen haben. Warum eigentlich immer noch nicht? Wie sieht das mit unserem Eisen aus? Eisenerz haben wir genug. Kohle und Holz ist definitiv auch nicht das Problem. Die stellen ganz gut her eigentlich, ne? Das sieht gut aus. Neuer Bewohner. Ja, die Eisenvorkommen, die funktionieren. Ja. Die funktionieren tatsächlich recht gut. Dann frage ich mich nur, wo hier das Problem ist. Tja, wollen wir Fässer herstellen? Mit dem wenigen Eisen, was wir haben? Das wächst immer mal wieder, ne? Und die Dorfkirche ist fertig. Sehr schön. Platz für 55 neue Leute und der Platz ist schon verbraucht. Das ist so krass, Leute. Das ist so krass. Aber okay, dafür haben wir sie gebaut, ne? Dafür ist sie schließlich da. Kein Zugriff auf Gottesdienst. Die Kirche ist gerade fertig und schon kriegen wir hier wieder Mecker. Ah, ist das ätzend. Aber wir müssen ja sowieso noch Dinge tun, um neuen Einfluss zu bekommen. Monatlicher Report. Ja. Unser Einkommen, was wir haben, schrumpft langsam. Wir müssen echt mal aufpassen. Am besten ist, wir befördern dann beim nächsten Mal, wenn wir die Chance haben, tatsächlich auch mal... jetzt haben wir die Chance. Der Monat ist ja um. Tatsächlich auch mal ein paar andere. Schauen wir auch nochmal hier. Bergarbeiter. Du bist direkt befördert. Förster, Bauer. Bauern befördern wir auch direkt mal. Zimmermänner, das sind bestimmt die oben bei der Siedlung hier. Das ist wichtig. Holzfäller. Na, da haben wir auch die hier oben wahrscheinlich. Ja, kommt. Dann befördern wir die jetzt auch mal. Ach, was soll das? Kommt. Bei denen brauchen wir jetzt nichts anderes machen. Das sind jetzt dann die Mönche, oder? Ne, sind einfach nur Arbeitslose. Kommt. Die werden auch befördert. Das ist dann jetzt mal so. Okay. Gut. Nächste Stufe nach Leibeigener war dann tatsächlich Gemeiner. Die werden dann auch anfangen, Klamotten zu kaufen. Deswegen werde ich das mal langsam machen, bevor hier unsere Produktion völlig überrannt wird. Wir werden erst einmal... Warum sind die so wütend hier? Na, du wirst es schon holen, was du brauchst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dabei belassen wir es erstmal. Einen Bürger befördern wir erstmal nicht, weil die kaufen ja im Endeffekt dann nur noch Schmuck dazu, ne? Ja, genau. Das lassen wir. Schmuck wollen wir momentan einfach nicht. Na gut, kommt, lass uns noch einen mehr befördern hier. Hirosso.
Und Ursley. Okay, jetzt aber wirklich. Genug Beförderung für heute. Und weiter geht's. Da werden jetzt dann erstmal wieder ein paar neue Wohnungen aus dem Boden sprießen. Wir werden... Das haben wir schon. Da ist genug Platz. Okay. Hier oben haben wir auch noch Platz. Hier können wir auch noch mal ein bisschen Platz machen. So. Und wollen wir vielleicht hier auch schon mal was machen? Obwohl, ja, da wird noch keiner hinziehen. Da ist ja auch gar kein Arbeitsplatz und nichts. Dass wir erweitern das hier einfach mal. Die Mauer hier, die können wir auch zur Not nochmal neu setzen. Den Wald plane ich jetzt auch nicht für Holz zu roden. Das lassen wir dann auch erstmal so. Ja, ich glaube, das ist erstmal okay. Ja, wunderbar. Machen wir hier oben nochmal ein bisschen was. Zack. Okay, ich hoffe, dass das reicht. Mal schauen, wo neue Häuser gebaut werden. Brücke hier, die ist auch schon fast fertig. Das sind nur noch 3 Teilstücke, wo die Ressourcen aber auch schon alle da sind. Und das Holzfällerlager hier oben wurde auch gebaut. Da können wir dann auch direkt die Holzfäller einstellen. Zumindest 2 von 3. Was passiert hier? Hier wird ein Haus ausgebaut. Da wird auch noch ein Haus ausgebaut. Sehr schön. Ich würde eigentlich darauf tippen, dass hier oben auch nochmal was gebaut wird. Wir könnten ja auch hier nochmal was freigeben. Warum eigentlich nicht, ne? So. Hier kommt auch noch ein neues Haus. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Kein Zugriff auf Komfort. Ja, dann muss der jetzt halt mal nach Hause gehen, ne? Ach, du liebe Zeit. Ah, dem geht's überhaupt nicht gut. Wo wohnt denn der? Ja, und dann ist das Haus gerade auch noch im Ausbau. Eieiei, der hat aber Pech, du. Der hat aber wirklich Pech. Und ein Mönch bittet um Audienz, Leute. Was möchte er haben? 50 Bretter. Die kann er haben. Senden wir zum Klerus. Und haben wir auch schon direkt gemacht. Sehr schön. Holzbrücke ist schon fertig. Wunderbar. Dann könnten wir jetzt eigentlich damit anfangen. Hier unten die Fischer zu bauen. Da. Was? Wir bauen hier 1, 2. 3, 4 Fischer hin. Und wir geben hier dann auch noch etwas Bauland aus. Upsala. So. Ja, die machen, schicken wir weiter los. So. Für den Fall, dass die dort dann tatsächlich sich ansiedeln, bauen wir hier am besten auch schon mal einen Springbrunnen. So. Und dabei belassen wir es erstmal.
Ja. Erstmal gucken, ob die Leute überhaupt kommen. So, was ich mich jetzt noch frage ist, was können wir mit den Kräutern machen? Das muss ja noch zu irgendwas führen. Ich glaube nicht, dass die Kräuter völlig nutzlos sind. Oder kommt da vielleicht noch irgendwas mit einem späteren Update? Brauerei, Hopfenfarm. Nee. Waffenschmiede, das ist alles nicht. Ja, so richtig was mit den Kräutern machen können wir nicht, ne? Wir haben 51 Kräuter, aber wo sind die denn? Sind die hier in der Priorei, in dem Kloster selbst gelagert? Das kann natürlich sein. Man sieht es aber gerade nicht. Lagerplatz ist voll, sagt er. Ach hier, da sieht man es. Ja, alles klar. Ja Leute, was machen wir mit den Kräutern? Das ist etwas, das müssen wir auch nochmal rausfinden. Eine sehr gute Frage. Die ich jetzt gerade aber leider nicht beantworten kann. Auch da werde ich nochmal schauen müssen. Ja, sehr schade. Okay, gut. Das war's mit der heutigen Folge. Ja, wir haben sehr, sehr viele Beförderungen ausgesprochen. Jetzt ist jeder bei uns im Dorf ein Leibeigener und kein Neuerkömmling mehr. Das heißt, jeder darf hier ein Haus bauen. Und ihr seht's, hier wird überall gebaut. Alle Häuser werden momentan ausgebaut oder es befinden sich neue Häuser im Bau. Wirklich cool. Gefällt mir sehr gut. Gott sei Dank haben wir jetzt mit dem Beenden der Brücke kein größeres Bauprojekt mehr. Das heißt, die Bauarbeiter können sich eigentlich auf die Häuser konzentrieren, von den Kleinigkeiten hier unten mal abgesehen. Aber Leute, wir haben genug Baumeister, die sollten das hinkriegen. Und ja, okay. Bin gespannt, was in der nächsten Folge dann noch kommt. Edelsteine haben wir leider noch nicht gefunden. Und wir brauchen hier auch noch Bergarbeiter und wir dürfen die Holzfäller da hinten nicht vergessen. Dass wir hier die Arbeitsplätze auffüllen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, jetzt muss ich ja bis hierhin gehen, damit man das ganze Dorf sieht. Wahnsinn, es wird ja immer größer. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.